Krone Hit. Wir sind die meiste Musik. Sarah und die Stars. Hallo, freue mich sehr. Mein erstes Album erscheint im Februar und heißt Gladys. Und ich freue mich sehr. Es ist quasi fertig und ich freue mich. Kaufen. Tote Show dreht sich im Prinzip um Untreue. Um die Ansage, sich nicht mehr verrückt machen zu lassen von Dingen, die einem nicht gut tun. Und sich nicht verarschen zu lassen. Und Männer sind doof. Und ich bin jetzt weg, weil ich habe dich gewarnt. Habe ich dir gesagt. I told you so. Es geht genau darum, was der Titel schon sagt, I couldn't care less, dass man den kleinen Dramen des Alltags ab und zu mal den Mittelfinger zeigt und sagt, Mensch, ist mir egal, mir geht's gut. Also ich bin schon auch manchmal ein bisschen hibbelig und eher so ein Scherzkeks. Also ich muss mich manchmal ein bisschen... Deswegen habe ich mich bewusst ernst im Video präsentiert, damit ich ernst genommen werde. Das ist ja meine erste Single. Aber ich könnte euch auch ganz viele Witze erzählen. Machen wir deswegen bei Couldn't Care Less, sieht alles schon wieder anders aus. Man hat halt Facetten und man zeigt viele Facetten. So, ich zumindest. Meine Musik würde ich als modern Soul Pop mit so ein bisschen Retro bezeichnen, weil es ist natürlich auch so ein bisschen hat Soul-Aspekte, weil wegen meiner Stimme und sowieso diese alten Motown-Sachen sind auf jeden Fall auch drin, aber nicht so plakativ, sondern hat auch noch so einen Pop-Teppich drüber, so mit Pop-Arrangements und trotzdem auch sehr dunkel, sehr viel High, bisschen Trip-Hop. So würde ich das bezeichnen. Hört es euch einfach an im Februar, Gladys. Ich schreibe auch deutsche Sachen, aber Leslie Clio, in dem Rahmen, was ich jetzt mache, das ist auf jeden Fall Englisch. Weil ich möchte, dass es jeder versteht. Ich mag Österreich sehr gerne. Ich finde es super, dass es so nah an Deutschland liegt, weil dann kann man schneller herkommen. Und alle erzählen mir immer von Käsekrainern, aber ich esse ja kein Fleisch. Aber ansonsten würde ich es vielleicht auch essen. Also, je mehr Zeit ich bekomme, desto länger brauche ich auch. Also... wenn du sagst, in 10 Minuten, dann, obwohl ich eigentlich schon fertig bin, dann komme ich im Endeffekt dann aber trotzdem auch zu spät, weil ich dann nochmal andere Sachen mache. Also eigentlich für Unpünktlichkeit. Zeitmanagement muss ich noch, also ich, ja, ich kann mich sehr gut leicht selber stressen, aber ich kann mich auch sehr leicht zurücklehnen und die Zeit vergessen. Muss ich vielleicht dann nochmal ein bisschen besser drin werden. So Outfit-Festlegungen dauert bei mir 2 Sekunden, aber das hat auch mit Zeitmanagement zu tun, weil ich ja dann manchmal keine Zeit habe. Aber ich nehme einfach immer grundsätzlich alles mit. Ich reise immer mit Riesenkoffer und dann entscheide ich mich trotzdem 2 Sekunden vor, was ich anziehe. Das zum Beispiel habe ich jetzt einfach mal angezogen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe nicht lange nachgedacht. Erfahrungen mit aufdringlichen Fans habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aufdringlich ist ja aber auch eine, wie man es nimmt. Aber ich habe bis jetzt noch gar nichts als aufdringlich empfunden. Also Kritik, die jetzt meinetwegen so im Internet steht oder so, weiß ich nichts von, weil ich nicht lese. Und ich meine so Kritik, ja, also ich meine in meiner Familie machen wir natürlich, wir sind ja eine Familie, da sagt man schon so hier, da sah das Haar aber ein bisschen komisch aus, aber das ist ja keine Kritik, das ist bloß so. Also das nehme ich dann natürlich ernst. Aber so Kritik im Internet lese ich nicht. Krone Hit. Wir sind die meiste Musik.